Ah. Ja, hallo meine Freunde. Ja, wie geht's? Wie steht's? Einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, was momentan so auf YouTube abgeht. Naja, diese ganze Geschichte mit den Werbeeinnahmen, dies, das, dass irgend so ein wild gewordener Bot sein Unwesen treibt, ja, und Videos entmonetarisiert, weil sie irgendwie nicht geeignet sind für Werbetreibende, die ja anscheinend mittlerweile alle so verklemmt sind und Angst um ihr Produkt haben, dass sie halt befürchten, dass selbst Biene Maya ihnen Schaden zufügen könnte. Was sollen wir dagegen tun? Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich so nichts dazu sagen. Ich dachte so, pff, okay. Aber jetzt habe ich selbst gemerkt, so, vielleicht sollte ich mal meinen Kanal überprüfen. Was geht denn da so ab? Ja, ey, bei mir hat der Bot auch zugeschlagen. Jetzt lass mich mal überlegen. Ich habe 7 Seiten voll mit Videos, die entmonetarisiert wurden. Jeweils 30 Videos pro Seite. Ja, das sind über 200 Videos, die ja für entmonetarisiert wurden. So richtig ohne Sinn vor allem, ja. So, ja, wo ist denn da jetzt das Problem genau genommen? Keine Ahnung. Ich meine, zieht's euch rein. Es ist, Zum Beispiel hier, GTA Online, dumme Cops. Boom. Nicht für alle Werbetreibenden geeignet. Okay, das fällt euch auf nach 3 Jahren. Okay. Genau das gleiche hier mit Left 4 Dead. Es sind größtenteils Ego-Shooter, dies, das und jenes. Hier ist wieder GTA, hier ist Watch Dogs, GTA, GTA, GTA. GTA 5 voll normal. Ja, schauen wir uns mal GTA 5 voll normal an. Wie bösartig ist das denn? Ich habe jetzt meinen Lautsprecher an. Entschuldigt, werdet ihr wahrscheinlich hören. Sehr, sehr gewaltvoll, ich verstehe es total. Ja, ein virtuelles Ereignis könnte die Welt, wie wir sie kennen, schädigen, was das Business-Werbung angeht. Das ist unglaublich. Oder hier, ich bin jetzt hier 7 Seiten, das ist der Knaller. Was haben wir denn auf Seite 4 so Schönes? Oh, Happy Wheels, ja, selbstverständlich. Oder hier, sogar die großen Videos, die wirklich Werbeeinnahmen machen konnten. Ja, tschüss. Streets of Fury, weg. Oder hier, Halo. Momentan läuft ja Halo bei mir. Da fangen sie auch schon an. Ja, hier, da. Battlefield 1, da schieße ich einem Menschen. Ja, für den Bot ist das ja alles echt. Dem schieße ich mit dem Panzer genau in die Fresse und es gibt eine riesen Explosion. Das geht natürlich. Aber Halo, wo ich Aliens umbringe, ja, was ja auch sehr realistisch ist. Wir wissen, wir leben in einer Zeit, in der wir gegen Aliens kämpfen. Da geht's natürlich wieder Ärger. Oder hier, ein bisschen Clickbait, naja. Hier ist wieder Call of Duty, Scale, Skyrim, oh, sexy Lydia. Okay, ja, sexy. Oh Gott, das kann man ja nicht hier, das geht ja nicht. Ja. Oder hier, Gamescom. Na ja, gut, das ist gar nicht mehr monetarisiert, auch nicht schlecht. Das hatte ich auch gar nicht monetarisiert. Ich meine, der zeigt mir sogar Videos an, die ich freiwillig selbst schon nicht monetarisiert habe, ne? Das ist interessant. Auf jeden Fall. Oder hier, Funny Fails gegen LKO. Ne? Über 3 Millionen Leute kennen dieses Video. Auf einmal ein auf, ist nicht für alle Werbetreibenden geeignet. Das ist eine Fail-Compilation, Mann, ey. Das ist Unterhaltung pur. Was schaltet man denn dann für eine Werbung davor? Ja, für Videospiele oder sowas. Oh, Leute, boah, YouTube, was mit dir? Was ist kaputt, ey? Mann, programmier da deinen bescheuerten Bot mal richtig. Ich kapier das alles nicht. Ich bin mit der Materie nicht ganz so vertraut, weil das mich jetzt gerade eher wie so ein Hammerschlag trifft. Ja, ich werde mich da noch ein bisschen reinlesen, aber was ich bis jetzt weiß, ist es auf jeden Fall, dass die da dieses Konzept haben mit diesem behinderten Bot. Ja, der Gewaltvideos halt von YouTube hauen soll, beziehungsweise ne, wegen der Werbung und so. Dass zum Beispiel jetzt hier irgend so eine, keine Ahnung, irgend so ein, was weiß ich, Produkt, ein Beauty-Produkt für deinen Körper oder so nicht vor einem Video läuft, wo es was weiß ich, Mord und Totschlag geht, ne? Solche Sachen. Und, ey, das sind Call of Duty, das sind Videospiele. Dieser Bot scheint ja wohl nicht zu verstehen, was Videospiel ist, virtuell und was echt ist. Ja, das ist unglaublich. Es ist unglaublich, Mann. Ich meine, warum?
fängt das jetzt auf einmal an. Es sind 200 Videos und ich wette, das ist noch nicht mal der Anfang. Da kommen locker noch mehr dazu. Ich lebe ja jetzt nicht von YouTube, ne? Von daher ist mir das relativ Wurst, weil ich sowieso am Überlegen war, ob ich mit YouTube nicht einfach aufhöre, weil es mir sowieso schon vorher auf den Sack ging. Und jetzt? Jetzt kommen sie einfach mit dem Radlader und fahren mir damit auch noch auf den Sack. Ja. Dann monetarisiere ich meine Videos halt gar nicht mehr. Ja? Dann scheiße ich drauf. Ich bin sowieso, ich stream sowieso lieber auf Twitch so mittlerweile. Ist einfach viel entspannter, viel ruhiger, viel chilliger. Da muss ich mich nicht mit irgendwelchen behinderten Regeln auseinandersetzen, die man hier vorgehalten kriegt mittlerweile. Ey, das ist ja schlimm, Alter. Warum? Hat keinen Sinn. Ich frage mich ja gerade, ich guck gerade mal weiter, ob hier vielleicht auch ein Rennspiel dazwischen ist. Ne? Das ist ja auch sehr gewalttätig, wenn ich durch die Kurve drifte. Mal, das ist gefährlich. Ich meine, hier ist größtenteils so Schrott dazwischen, den ich gar nicht veröffentlicht habe. Teilweise, aber auch gute Videos. Und ich meine, die sind jetzt nicht komplett gesperrt. Ihr könnt sie euch noch ansehen. Aber wie gesagt, da läuft dann wahrscheinlich keine Werbung mehr davor oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es allgemein einfach ganz großer Schwachsinn. Ich kapiere es nicht. Sind die, ich weiß nicht. Was soll ich dazu noch sagen? Also, das ist schon wieder so richtig hart. Das ist fast schon schlimmer als diese ganzen Clickbaiter auf YouTube. Ich meine, die, wenn sie die sperren würden, die ihre Videos für Monetarisierung, dann würde ich sofort verstehen. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, Alter. Aber ey, hier, GTA. Die Story, das Story-Let's Play. Böse. Nix monetarisieren. So, okay. Ich meine, ich verdiene mir ja hier keine goldene Nase da an dem Scheiß, ne? Also, ich reg mich jetzt hier nicht auf, weil ich jetzt weniger Geld bekomme oder so. Pff, die paar Zunsen, die ich da jetzt mittlerweile noch kriege, ne, die interessieren mich sowieso nicht. Hör mal. Aber dass die jetzt anfangen, hier einen auf Geld klauen zu machen und so weiter, ne? Schwachsinn. Wo ist da der Sinn? Ich bin ja nicht der Einzige. Auch große YouTuber kriegen da voll einen auf den Deckel mittlerweile. Manche leben davon. Für manche ist das die Existenz. Ja? Wie geht's jetzt weiter? Ich schätze, wenn YouTube das nicht in den Griff kriegt, wird's hier noch ganz lustig auf jeden Fall. Werden sich bestimmt noch einige andere zu Wort melden. Ich für meinen Teil hab ja das große Glück, davon nicht abhängig zu sein, deswegen kann ich jetzt machen, was ich will. Und was ich machen werde, ist wahrscheinlich bye-bye YouTube. Ich werde nur noch, Fanprojekt, keine Ahnung, mal gucken. Ich werde vielleicht noch ein paar Videos machen, so Projekte wie Dead Space, was noch ansteht und so. Aber Dead Space, da ist es ja auch ein bisschen bösartig mit Gewalt. Da darf ich wahrscheinlich dann auch nichts monetarisieren. Weil es dafür keinen Menschen gibt, der da seine Werbung schalten möchte, gerne, so, weißt du? Weil wir ja alle in einer Welt leben, in der sich jeder liebt. Es gibt keine Gewalt, kein Terrorismus, absolut gar nichts. Ja, Spiele wie GTA sind der Abschaum der Menschheit, aber solche Spiele dürfte es überhaupt nicht geben. So viel Gewalt auf einen Haufen verträgt doch keine Seele, ja? Am besten, wir gehen einfach hin in jeden Haushalt und holen überall die Gewaltspiele raus. Ja, wir löschen einfach halb YouTube, ja, damit das alles hier nach Friede, Freude, Eierkuchen aussieht. Ungefähr so wie bei Bibi oder so. Dann sind wir doch alle glücklich. Wir ziehen lieber die Leute ab mit irgendwelchen Scheißprodukten, anstatt denen jetzt hier noch ein bisschen Unterhaltung zu geben, ja. Wie sieht's aus? Wer macht mit? Ja, da kann man sich jetzt stundenlang drüber aufregen, aber ey, man kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln und sagen, ja. Was jetzt, Clipfish? Jo, lass uns alle auf Clipfish gehen oder auf My Video. Vielleicht ist es da ja ein bisschen besser. Genauso wie andere Dinge. Musik ist mittlerweile auch ganz gefährlich geworden. Jetzt gibt es sozusagen sogenannte Spürhunde, die sich Videos raussuchen, in denen Musik benutzt wurde, wo sie dann einen auf Nachlizenzieren machen können. Also passt auf, was ihr für eine Musik benutzt. Oder das Gesetz, irgendwas mit Wort, das Vertrauen des Wortes oder sowas. Wenn ihr irgendeine Session aufnehmt
da einer ausrastet, ja, wo ihr euch voll am Dissen seid und ihr das dann auf YouTube hochladet, dann kann derjenige euch anzeigen. Ja? Total behindert. Ist ja selbst schuld, oder? Nein, natürlich ist schon richtig irgendwo, aber man kann es auch übertreiben. Also, wenn mal im Teamspeak wieder einer durchdreht, lad's lieber nicht hoch ohne seine Erlaubnis. Ja, YouTube wird so ein bisschen, wie soll ich sagen, zum, so eine Art Knast, so ganz komisch halt, so. Die Freiheit verschwindet einfach so von YouTube, ja, ich sehe aber schmalen. Ja, sogar hier, habe ich auf Twitter gelesen, Gronkh, seine Videos wurden auch davon attackiert, von diesem Bot. Ja, ich glaube, Evil Bevin war das oder so. Ich meine, der spielt das Spiel, der hat doch damit zusammengearbeitet mit dem Team, meine ich. Irgendwie war da was. Dann sperren die Videos, dass der da keine Werbung schalten. Ich meine, Evil Bevin selbst könnte doch noch Werbung vor seinen Videos schalten, zum Beispiel für den nächsten Teil. Aber ey, der ist nicht geeignet für Werbetreibende. Ich kann ja nicht zum Beispiel Evil Will Win 1 nehmen und davor Werbung für Teil 2 schalten. Das geht doch nicht, Junge. Das geht nicht in meinen Kopf. Wie kann man so sein? Das geht nicht. Du kannst nicht Werbung für den Nachfolger eines Spiels machen, ja? An dem Vorteil des Spiels, ja? Ich komme schon ganz durcheinander. Das ist ja hier Buchstabensalat, ne? Das geht nicht. Das ist dasselbe, als wenn ich jetzt bei Call of Duty Infinite Ding Dong Warfare Werbung für WW2 machen würde. Das geht einfach nicht. Das steht nicht in einem Kontext. Das funktioniert so nicht, liebe Leute von der Werbungsbranche. Das könnt ihr nicht tun. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Habt ihr das verstanden? Hä? Ja? Verstehst du? Ja? Genauso, wenn GTA 6 irgendwann released wird, beziehungsweise angekündigt wird. Nee, vor GTA 5 wird da auf gar keinen Fall Werbung geschaltet. Genauso wenig vor wie Red Dead Redemption 2 dann und so weiter. Das geht nicht. Ja? Nee, das ist nicht geeignet für Werbetreibende. Versteht ihr ungefähr, ich regne hier gerade ein bisschen sehr auf und schreie hier irgendeine Scheiße ins Headset, aber ich glaube, ihr versteht ein bisschen, was ich meine, ne? Dieses System wird YouTube noch richtig heftig in die Arschbacken kneifen. Ja, ich habe Arschbacken gesagt. Nun ist dieses Video nicht mehr für Werbetreibende geeignet. Außer vielleicht für die Erotikindustrie. Ja, ist ein bisschen. Es geht gerade ein bisschen mit mir durch, aber egal. Ich schneide da nichts großartig raus. So bin ich halt. Ne? Wenn ich nicht geeignet bin, Werbung zu machen, dann ist das halt. Also mir ist echt. Alles gerissen, jeder Geduldsfaden ist mehrfach gerissen. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Nein, auf jeden Fall über 200 Videos, buff, weg. Von mir aus macht noch mehr, macht was ihr wollt, ey, von mir aus löscht mein Kanal. Also langsam geht es mir richtig ganz, ganz gewaltig auf die Eier hier mit YouTube, ne. Ey, diese ganze Scheißverarsche von diesen ganzen YouTubern, diese ganzen Clickbait-Affen, ja. Das reicht ja schon, ne? Dass die ja teilweise so viel Publikum abgreifen und die richtig guten YouTuber, die richtig guten Content bringen, ey, die stehen dann da, toll. Ja? Und jetzt kommen die auch noch und hauen so eine Kacke raus. Ey. Ja gut, ey, das kann den besten Firmen passieren, dass die sich selbst zerstören, ne? Also momentan will ich es YouTube echt gönnen, wenn die damit richtig auf die Fresse fallen. Vielleicht sehen sie dann endlich mal ein, dass sie da irgendwie momentan auf dem falschen Kurs sind. Ne? Ich sehe natürlich, es ist nicht komplett falsch, wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe. Es gibt Videos davor, sollte vielleicht wirklich keine Werbung geschaltet werden. Aber momentan werden halt auch Videos davon beeinträchtigt, sage ich jetzt mal, die im Grunde nichts dafür können, so, da wo nichts Schlimmes passiert. GTA-Folgen, Let's Play-Folgen allgemein. Es ist Let's Play, es ist Unterhaltung. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt Call of Duty spielen und jeden Schuss, jede Kugel durch einen Einhornfurz und bunten Feenstaub ersetzen oder was? Sind die noch ganz stramm oder was? Oder soll ich jetzt nur noch hier meinen Ponyhof-Simulator spielen? Nee. Also ich für meinen Teil werde jetzt sehr, sehr, sehr stark nach Twitch abweichen erstmal. YouTube läuft auf jeden Fall weiter mit Halo und so weiter, aber wenn das beendet ist, also GTA Online tut mir leid, Freunde, aber das könnt ihr euch erstmal abschminken, das geht nicht weiter. Das geht mir allein, das Spiel selbst geht mir ja schon auf Nerven mit diesem Shark Card Armageddon da. Und jetzt auch noch das. Also bitte. Ey. Was meint ihr denn? Was haltet ihr denn von dieser ganzen Scheiße? Wie findet ihr es denn als Zuschauer, dass eure, vielleicht eure Lieblings-YouTuber jetzt so hart
geboxt werden von diesem Bot, dass sie vielleicht gar keine Chance mehr haben, großartig weiterzumachen, dass sie dann nur noch weniger Videos machen können oder so, ne? Weil die YouTuber, die davon leben, die müssen natürlich gucken, wie sie ihren Kühlschrank voll bekommen, ne? Wenn sie jetzt weniger Geld verdienen, müssen sie wahrscheinlich auch wieder arbeiten gehen, ne? Wenn sie jetzt nicht zum Beispiel noch andere Firmen haben, ne? Nebenbei, ja, so ist das. Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Von mir aus teilt das Video überall, ja, aber passt auf, nicht, dass ihr hier noch von einem Bot erwischt werdet, der euch dann nicht mehr erlaubt, so viele Videos am Tag zu gucken, wie ihr wollt. Nicht, dass ihr da auch noch eine Sperre kriegt, dass ihr nur noch 3 Videos am Tag gucken dürft. Ah nein, das geht natürlich auch nicht. Dann würdet ihr ja weniger Werbung sehen, das würde ja auch weniger Einnahmen für die Werbeindustrie bedeuten. Ach, ist ja egal. Vor den Videos kommen ja eh keine Werbung mehr. Ist ja nicht geeignet. Wow. Gut. Ja, nee, komm, genug von dem Ganzen, ne? Also ich habe jetzt zusammengefasst, ein bisschen geraged. Mir geht's jetzt wieder gut. Nein, geht's mir nicht, also. Wir können uns gerne nochmal, wenn ich mal live bin, darüber unterhalten. Wer Bock hat, kann ja mal vorbeischauen. Oh mein Gott, der macht Schleichwerbung. Oh, schleichiger Onkel oder was? Oh, der macht Werbung für seinen Twitch-Kanal. Den sperren wir jetzt auf YouTube. Ist ja schon mal passiert, ne? Weil ich angeblich in einem Video, in dem es über ein Fallout-DLC ging, irgendwie die Leute dazu bringen wollte, die Plattform zu wechseln. Ja, selbstverständlich. Ich allein als kleiner YouTuber bin dazu fähig, über Milliarden von Menschen dazu zu bringen, auf Twitch zu wandern, ja. Naja, ihr wisst Bescheid. Meine Meinung ist einfach Pipi-Kaka. Es ist einfach Pipi-Kaka, was hier abgeht. Und wenn es so weitergeht, ich lasse den Channel offen, ich werde ihn niemals löschen. Aber wenn die meinen, die müssen irgendwelche Videos löschen oder demonetarisieren, keine Ahnung, sollen sie machen, wie sie wollen. Also wenn ihr irgendwelche Let's Plays guckt und da plötzlich von 30 Folgen nur noch 12 über sind, dann müsst ihr mich nicht fragen, dann könnt ihr euch direkt bei YouTube beschweren. Ja, schade, ich habe sehr viel vorgehabt jetzt in Zukunft. Allein schon das ganze ARK-Projekt und so weiter. Tja, also wo ihr mich findet, ist klar. Ne? Wie gesagt, abonnieren dürft ihr trotzdem, ne? Glocke aktivieren, falls ich nochmal was dazu sagen will, verpasst es nicht. Aber ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Ich muss mir jetzt erstmal überlegen, wie ich hier am besten Werbung mache, damit es für die Werbetreibenden halt geeignet ist, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Das ist auch wirklich lächerlich mittlerweile hier alles. Also nee. Ich melde mich wieder. Irgendwann. Wie gesagt, Halo geht weiter. Dead Space kommt vielleicht noch. Vielleicht lade ich Dead Space auch auf Twitch hoch. Verdiene ich zwar auch nichts dran, aber ist mir immer noch lieber, als YouTube hier noch ein bisschen zu unterstützen, weil die sind ja anscheinend nur noch auf Geld aus. Die versuchen, was ist das? Ach, hör auf. Komm, ich fange schon wieder an. Also, schaut da vorbei, wo ich es euch gesagt habe. Dann geht's euch besser. Ohne Witz. Oh nein, jetzt habe ich es schon wieder so klingen lassen, dass ich will, dass ihr von YouTube verschwindet. Fuck, jetzt muss ich die ganze Aufnahme wieder bearbeiten und schneiden und dies und das. Ich muss so tun, als wäre YouTube mein großer Bruder oder mein kleiner Bruder, den ich beschütze. Na, nicht die beste Meinung, was ich hier rausgehauen habe, aber es ist einfach mal ein Statement von mir zu meinen gesperrten 200 Videos, ja? So bin ich. Das musst du akzeptieren. Oder auch nicht. Dafür gibt's ja die Like und Dislike, ne? So, egal. Jalla, ey, mein Gott, Alter. Ich laber und laber und laber und komm nicht zum Ende. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis irgendwann mal. Und schönen Tag noch. Oh, demonetarisieren.